Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie wieder erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte heute beginnen, eine Serie mit Ihnen zu besprechen über ein sehr interessantes, sehr wichtiges und auch weitreichendes Thema. Ein Thema, das falsch verstanden Auswirkungen haben kann auf Ihr persönliches Leben und sogar auf Ihr Seelenheil. Die Idee nämlich, dass Jesus Christus gekommen ist, um alles das, was so im Alten Testament geschrieben steht, abzuschaffen und dann mit etwas Neuem zu ersetzen, ist ja etwas, was so im traditionellen orthodoxen Christentum eine vorherrschende Vorstellung ist, aber entspricht sie den Lehren der Bibel. Ich möchte heute mit Ihnen einmal das Thema Alter und Neuer Bund besprechen. Ich will heute nicht unbedingt zu dem Neuen Bund vordringen können, aufgrund von Zeitmangel, aber das werde ich dann in einer weiteren Predigt tun. Aber zunächst einmal, was ist eigentlich mit dem alten Bund gemeint? Viele meinen, der alte Bund sei mit den Gesetzen des Alten Testamentes identisch. Und als der alte Bund abgeschafft worden ist, da sind damit auch alle Gesetze abgeschafft worden. Und Christus kam, den neuen Bund zu errichten und hat damit dann auch neue Gesetze ins Leben gerufen. Aber ist diese Vorstellung richtig? Die meisten Menschen heute wenden sich überhaupt gar nicht mehr an das Alte Testament. Sie meinen, alles das, was so im Alten Testament steht, ist möglicherweise nur eine Märchenerzählung. Aber der Apostel Paulus hat das ganz anders gesehen. Er hat uns einmal gesagt, dass alles das, was im Alten Testament geschrieben steht, uns zur Warnung, zur Belehrung, zur Ermunterung und auch zur Doktrin gelten soll. Er hat also keineswegs gelehrt, dass alles das, was im Alten Testament geschrieben steht, abgeschafft sei. Nun, wie ich sagte, die Idee, die erklärt wird dadurch, dass man eben meint, Christus habe alles im Alten Testament abgeschafft, beruht auf der falschen Vorstellung, dass der alte Bund mit dem Gesetz oder den Gesetzen des Alten Testamentes identisch war. Um es noch einmal zu sagen, die Idee ist also die, dass der alte Bund abgeschafft wurde und mit ihm die 10 Gebote und die Satzungen und die Rechte, die auf die 10 Gebote näher eingehen, und dass Christus kam, um den neuen Bund zu errichten mit neuen Gesetzen. Aber wie gesagt, diese Vorstellung findet sich keineswegs in der Bibel. Der Grund, warum es zu solchen Missverständnissen gekommen ist, ganz besonders unter Theologen, ist die Tatsache, dass man nicht versteht, was eigentlich ein Bund ist. Und man ist da in sehr große Verwirrung geraten. Schauen Sie, ein Bund, und jeder Rechtsgelehrte kann Ihnen das sagen, ein Bund ist ein Vertrag. Ein Vertrag, der auf Gesetzen beruht. Ein Bund ist nicht identisch mit einem Gesetz an sich. Das Wort Bund, wie es auch im Alten und im Neuen Testament gebraucht wird, ist eine Übersetzung des hebräischen Wortes Berit und des griechischen Wortes Diatheke. Und diese Worte haben die Bedeutung von Bund oder Bündnis oder Übereinkommen oder Vertrag. Wie wir noch sehen werden, kennt die Bibel eine ganze Reihe von Bünden oder von Bündnissen. Die Idee also, dass es nur den alten Bund gibt und dann den neuen Bund, ist also von daher auch schon verkehrt. Webster definiert das Wort Bund wie folgt. Webster schreibt, ein gegenseitiges, normalerweise formelles Abkommen, ein rechtliches Versprechen zwischen zwei oder mehr Personen, etwas Spezifisches zu tun oder nicht zu tun. Ein Dokument, das die Bedingungen des Übereinkommens enthält. Und Rienecker schreibt in seinem Lexikon zur Bibel über Bund oder Bündnis, und ich zitiere, die Schrift kennt eine ganze Reihe von Gottes Bünden. So müssen wir uns zunächst einmal die folgende logische Frage stellen. Wenn Christus mit seinem Tode die Gesetze des alten Bundes, in Anführungszeichen, abgeschafft hat, welcher alte Bund ist da gemeint? Und wenn die Idee ist, dass von dem Bundesschluss am Sinai die Rede ist, was ist da mit den anderen Bünden, die die Bibel ebenfalls erwähnt, die vor dem Sinai und nach dem Sinai geschlossen wurden? Und die zum Beispiel auch die 10 Gebote und die anderen Gesetze und Satzungen und Rechtsvorschriften enthalten.
Rienecker schreibt auch Folgendes. Im Übrigen werden im Neuen Testament, gemäß Jeremia 31, Vers 31, eine Stelle, die wir noch besprechen werden, zwei Bünde unterschieden, die den Willen des einen Gottes entspringen und darum beide gültig sind. Aufeinander aufbauen und allein darin unterschieden sind, dass der neue Bund die Erfüllung des alten darstellt. Christus ist der Begründer und Mittler des neuen Bundes und damit Ziel und Erfüllung des alten Bundes. Doch was ist mit Erfüllung gemeint? Einige meinen, ja, Christus kam, um das Gesetz abzuschaffen. Er kam, um es zu erfüllen. Und das bedeutet abzuschaffen. Aber Christus sagte, glaubt nicht, dass ich gekommen bin, es abzuschaffen. Ich bin gekommen, es zu erfüllen. Mit Sinngehalt anzufüllen. Total aufzufüllen mit dem, was eigentlich gemeint war. Thomas Schreiner schreibt in Das Gesetz und seine Erfüllung. Nichts deutet im Alten Testament darauf hin, dass der neue Bund, und er wendet sich jetzt wieder an Jeremia 31, ein unterschiedliches Gesetz von dem des alten Bundes haben würde. Wenn Gott sagt, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, dann bezieht er sich hiermit nicht auf ein neues Gesetz. Vielmehr ist die Rede von dem mosaischen Gesetz, das zuvor übertreten worden war. Das sind Aussagen, die Sie vielleicht noch nie gehört haben. Das sind Aussagen, die vielleicht dem total widersprechen, was Sie so geglaubt haben. Bruce Ware schreibt in Dispensationalismus, Israel und die Kirche, und ich zitiere erneut, beachten wir, dass wir weder in Jeremia 31 noch in Ezekiel 36, eine andere Stelle, auf die wir noch zu sprechen kommen werden, eine Aburteilung des Gesetzes als etwas finden, das durch ein neues Gesetz ersetzt werden müsste. Vielmehr finden wir erstaunlicherweise, dass dasselbe Gesetz als weiterhin gültig fortdauert. Das Problem mit dem alten Bund ist nicht das Gesetz. Vielmehr ist das Problem, in der Natur jener Personen zu sehen, die zur Bündnistreue berufen sind, aber das Gesetz übertreten haben. Gottes sichere und wirksame Behandlung des Problems der Bündnisuntreue liegt in einer fundamentalen Veränderung des Menschen unter dem neuen Bund. Und er bewirkt dies dadurch, dass ein Geist in den Bündnisteilhabern wohnt, sodass sein Gesetz zu einem Teil ihres inneren Lebens wird. Zitat Ende. Also was hier ausgesagt wird, ist, dass das Gesetz das gleiche ist und das gleiche bleibt. Und dass der alte Bund nicht das Gesetz abschafft und der neue Bund nicht ein neues Gesetz in Szene bringt, sondern das Gesetz ist das gleiche. Identisch. Und schauen wir uns einmal die Bündnisse der Bibel an. Und beginnen wir zunächst einmal zu begreifen, was mit einem Bund gemeint ist. Ich erwähne im Folgenden zunächst einmal Bündnisse, die ausdrücklich als Bündnis oder als Bund beschrieben stehen. Und da finden wir zunächst einmal den ersten Bund, der ausdrücklich als solcher erwähnt wird, im ersten Buch Mose, im 6. Kapitel. 1. Buch Mose, Kapitel 6 und Vers 13. Eine sehr bekannte Erzählung. Da geht es nämlich um Gottes Wirken mit Noah. Im 1. Buch Mose, Kapitel 6 und Vers 13 heißt es, da sprach Gott zu Noah, das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist voller Frevel von ihnen, und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Und dann in Vers 18. Aber ich will mit dir meinen Bund aufrichten, sagt Gott hier, und du sollst in die Arche gehen, mit deinen Söhnen, mit deiner Frau und mit den Frauen deiner Söhne. Und schauen wir uns auch Kapitel 9 an, angefangen in Vers 8. 1. Mose 9 und angefangen in Vers 8. Und Gott sagte zu Noah und seinen Söhnen mit ihm, siehe, ich richte mit euch einen Bund auf und mit euren Nachkommen und mit allem lebendigen Getier bei euch, an Vögeln, an Vieh und an allen Tieren des Feldes bei euch, von allem, was aus der Arche gegangen ist, was für Tiere es auch sind auf Erden. Und ich richte meinen Bund so mit euch auf, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch verderbt werden soll durch die Wasser der Sintflut und hinfort keine Sintflut mehr kommen wird, die die Erde verderbe. Und Gott sprach, Vers 12, das ist das Zeichen des Bundes,
den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken, und alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, dass hinfort keine Sinnflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Vers 16. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sagte zu Noah, das sei das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch auf Erden. Nun, wir können aus diesem Bund, aus diesem Bündnisschluss Folgendes lernen. Zunächst einmal ist es Gott, der den Bund aufrichtet. Die Initiative geht von Gott aus. Wir haben auch gesehen, dass dieser Bund für alle Zeiten gültig sein soll, für ewige Zeiten. Gegenstand des Bundes ist ein Versprechen Gottes. Und zwar ist das Versprechen eben das, dass niemals wieder eine Sinnflut alles Fleisch auf Erden verderben wird. Nun, der Bund wird mit Noah geschlossen, mit seinen Nachkommen, mit allen späteren Generationen. Man spricht hier im Rechtsbereich von einem Vertrag zugunsten Dritter. So dann auch mit allem lebendigen Getier auf Erden und sogar mit der Erde selbst. Und wir lesen dann auch, dass das Bund ein Zeichen haben sollte. Dieses Zeichen war ein Regenbogen. Jedes Mal, wenn Gott einen Regenbogen über der Erde sehen würde, würde er sich an den ewigen Bund erinnern und damit auch an den Gegenstand des Bundes, nämlich, dass die Erde niemals wieder durch eine Sinnflut vernichtet werden würde. Wir sehen sogar, dass Gott diesen Bund mit den Tieren auf Erden schließt. Nun, was bedeutet das? Ein Tier kann natürlich keine Vertragsannahme erklären. Es kann nicht sagen, okay, ich nehme diesen Bund an. Was ist damit gemeint? Nun, wir finden etwas Ähnliches in Jeremia Kapitel 33. Schauen wir uns einmal diese Stelle an. Jeremia Kapitel 33, angefangen in Vers 20. Jeremia Kapitel 33 und angefangen in Vers 20. So spricht der Herr: Wenn mein Bund mit Tag und Nacht aufhörte, dass nicht mehr Tag und Nacht sind zu ihrer Zeit, so würde auch mein Bund aufhören mit meinem Knecht David, dass er keinen Sohn mehr hat zum König auf seinem Thron. Das ist ein Bund, auf den wir noch zu sprechen kommen werden, ein Vertrag, den Gott mit David geschlossen hat. Und er sagt, so würde auch mein Bund aufhören mit den Leviten, den Priestern, meinen Dienern. Auch das ist ein Bund, ein anderer Bund als der, den er mit Noah geschlossen hat zum Beispiel, der sich auf die Zukunft der Priester bezieht. Vers 22. Wie man des Himmels Heer nicht zählen, noch den Sand am Meer messen kann, so will ich mehren das Geschlecht Davids, meines Knechtes, und die Leviten, die mir dienen. Und des Herrn Wort geschah zu Jeremia: Hast du nicht gemerkt, was diese Leute reden? Die beiden Geschlechter, die der Herr auserwählt hat, hat er verworfen. Und sie verachten mein Volk und lassen es nicht mehr ein Volk sein in ihren Augen. So spricht der Herr: Wenn ich jemals meinen Bund nicht hielte, mit Tag und Nacht, noch die Ordnungen des Himmels und der Erde, so wollte ich auch verwerfen das Geschlecht Jakobs und Davids, meines Knechtes, dass ich nicht mehr aus ihrem Geschlecht Herrscher nehme über die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs, denn ich will ihr Geschick wenden und mich über sie erbarmen. Das sind noch Versprechen, der Teil eines Bundes waren, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Hier geht es mir zunächst einmal darum, dass Gott von einem Bund mit Tag und Nacht spricht. Mit anderen Worten, Gott will hier sagen, dass sein Bund mit David und den Leviten für alle Zeiten gültig sein würde. Und dass ein Bund, den Gott schließt, und das ist jetzt ausgesprochen wichtig zu erkennen, ein Bund, den Gott schließt, der gilt für immer. Egal was für ein Bund es ist, der gilt für immer. Es sei denn, die andere Seite bricht ihn. Also wenn Gott einen Bund schließt, ist er für ewig gültig. Es sei denn, der Vertragspartner wendet sich von dem Bund ab. Die Idee ist also die: Gott hat einen Bund geschlossen mit Tag und Nacht. Und solange, wie es Tag und Nacht gibt, wird dieser Bund andauern. Und er vergleicht sich jetzt mit seinem Bund mit David.
mit seinem Bund mit den Leviten und auch, wie wir noch sehen werden, mit seinem Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Wenn wir das jetzt zurückbeziehen auf Noah, so bedeutet dies, sein Bund mit allem Fleisch auf Erden würde so lange dauern, bis es Fleisch auf Erden gibt. Dieser Bund kann nicht gebrochen werden von Gott. Ein ewiger Bund. Nun, manchmal sind sogar Gottes Bünde auch weiterhin gültig, selbst wenn die andere Vertragspartei ihre Verpflichtungen nicht erfüllt. Gottes Bund mit David hatte zum Beispiel eine bedingungslose Wirkung. Gott hat einen Bund mit David geschlossen und hat gesagt, selbst wenn deine Nachfahren nicht so leben, wie sie leben sollen, will ich meinen Bund mit dir zugunsten deiner Nachkommen nicht auflösen. Das gleiche gilt auch für Gottes Bund mit Noah. Selbst wenn Davids oder Noahs Nachkommen, und wir sind ja alle Noahs Nachkommen, sündigen würden, würde Gott gleichwohl seine Versprechen, die er damals Noah gab, die er damals David gab, die er dann durch einen Bund manifestierte, nicht brechen. Schauen wir uns Jesaja Kapitel 24 an. Das ist wichtig zu verstehen im Hinblick auf den alten Bund, im Hinblick auf den neuen Bund, im Hinblick auf das, was Gott von uns erwartet. Jesaja Kapitel 24. Jesaja Kapitel 24, angefangen in Vers 5. Jesaja Kapitel 24 und angefangen in Vers 5. Da sagt Gott hier etwas über unsere Zeit heute aus. Er sagt, die Erde ist entweiht von ihren Bewohnern, denn sie übertreten das Gesetz und ändern die Gebote und brechen den ewigen Bund. Eine Bezugnahme auf den Bund mit Noah. Sie brechen diesen ewigen Bund. Sie leben nicht so, wie Noah lebte, wie wir noch sehen werden. Und gleichwohl erinnert sich Gott an sein Versprechen, die Erde niemals wieder durch eine Sündflut zu verderben. Aber er hat natürlich nicht gesagt, er wird nicht die Erde auf andere Weise zur Rechenschaft ziehen. Denn er sagt hier in Vers 6, darum frisst der Fluch die Erde. Jeder Bundesschluss, jeder Vertrag hat eine Vertragsstrafe, wenn man den Bund übertritt. Er wird in der Bibel mit Fluch vielfach bezeichnet. Darum frisst der Fluch die Erde und büßen müssen es, die darauf wohnen. Darum nehmen die Bewohner der Erde ab, sodass wenige Leute übrig bleiben. Und das Buch der Offenbarung beschreibt Gottes Zorn, der sich über die Erde ergießen wird. Warum? Weil die Menschen das Gesetz Gottes, das angeblich abgeschafft sein soll, übertreten. Und weil die Menschen die Gebote ändern, die Gott erlassen hat. Wie zum Beispiel das Gebot, du sollst den Sabbat heiligen. Die Zeitspanne von Freitag Sonnenuntergang bis Samstag Sonnenuntergang. Und nebenbei gesagt ist das auch noch ein weiterer individueller Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat. Und die Menschen meinen heute, vor allen Dingen die Christen, ja, das brauchen wir nicht mehr zu tun. Und wir ändern das Gebot und sagen, wir müssen von jetzt ab den Sonntag heiligen, den ersten Tag der Woche, der nirgendwo in der Bibel geheiligt worden ist. Und Gott sagt, deshalb frisst ein Fluch die Erde und büßen müssen es die, die darauf wohnen. Und es gibt andere Gebote, die geändert worden sind, wie zum Beispiel die heiligen Tage, wo Gott gesagt hat, ihr sollt 7 heilige Tage mir halten. Die heutige orthodoxe Christenheit tut das keineswegs und hat diese Gesetze ersetzt durch heidnische Gesetze, wie zum Beispiel dieses schreckliche Halloween und andere Gesetze, die mit Gott absolut nichts zu tun haben. Trotz dieser Bündnisübertretungen, von denen Gott hier spricht im Buch Jesaja, würde Gott die Erde nicht mit einer Flut zerstören. Das ist ein Versprechen, das für alle Zeiten gilt. Nun, wie gesagt, Gott kann natürlich auch und wird natürlich auch die Erde auf andere Weise und die Menschen auf dieser Erde auf andere Weise bestrafen müssen. Denn, wie ich sagte, jeder Bund hat eine Vertragsstrafe, wenn er übertreten wird. Kehren wir zu Noah zurück. Schauen wir uns noch einmal 1. Mose an, und zwar diesmal Kapitel 6 und Vers 8. 1. Mose Kapitel 6 und in Vers 8. Die Frage ist, warum hat Gott mit Noah einen Bund geschlossen? Warum nicht mit
all den anderen Menschen, die auf Erden damals wohnten und die durch die Sintflut umkamen. Zunächst einmal lesen wir in 1. Mose 6 und Vers 8, aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Er fand Gnade vor dem Herrn. Warum ausgerechnet Noah? Warum hat Gott Noah gnädig angesehen? Nun in Vers 9. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte, oder andere Übersetzungen haben auch, er lebte mit Gott. War das zufällig? War das irgendwie unabhängig davon, dass er Gnade gefunden hatte mit Gott? Oder besteht hier ein Zusammenhang? Nun, wie wir sehen werden, natürlich besteht hier ein Zusammenhang. Dann schauen wir uns an, was er über Noah sagt in Kapitel 7 und Vers 1. 1. Mose Kapitel 7 und Vers 1. Und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn ich habe dich gerecht erfunden vor mir zu dieser Zeit. Noah fand Gnade vor Gott, weil Noah gerecht war. In einem verderbten Geschlecht war er derjenige, der gerecht lebte. Und wie hat er gelebt? Wie definiert die Bibel das Wort gerecht? Wir brauchen hier nicht zu spekulieren. Schauen wir uns an, was die Bibel sagt, wie jemand lebt, wenn er gerecht ist. Und zwar in Psalm 119. Behalten Sie Ihren Finger hier im ersten Buch Mose, wir kommen gleich zurück. Aber Psalm 119. Und achten Sie darauf, dies ist eine Bezugnahme auf Noah, der lange vor dem Bundesschluss zu Sinai gelebt hat. Lange vor Mose. Psalm 119 und in Vers 172. Psalm 119 und Vers 172. Da sagt David, meine Zunge soll singen von deinem Wort, denn alle deine Gebote sind gerecht. Noah lebte gerecht, weil er Gottes Gebote hielt. Gottes Gesetz, das ja nicht erst im Zeitpunkt des Mose entstanden ist, sondern das seit der Erschaffung des Menschen bereits existierte. Noah hielt die Gebote Gottes. Wir sehen auch, dass Gott Noah ankündigte, dass er mit ihm einen Bund schließen würde. Und zwar, bevor Gott dies tat, lebte Noah bereits gerecht. Hier besteht ein Zusammenhang. Gott hat nicht mit einem Menschen, der ungerecht lebte, der durch sein Verhalten zeigte, dass er von Gott nichts wissen wollte, einen Bund geschlossen, sondern mit Noah, der gerecht lebte, weil er gerecht lebte. Aber Noah war bereit, Gott zu gehorchen. Und zwar vor dem Bundesschluss und nach dem Bundesschluss. Schauen wir uns 1. Mose Kapitel 6 an und Vers 22. Vor dem Bundesschluss. Und Noah tat alles, was ihm Gott gebot. Sehen wir, wie er gerecht war, in welcher Weise. Er tat alles, was Gott ihm gebot. Kapitel 7 und Vers 5. Und Noah tat alles, was ihm der Herr gebot. Vor der Sintflut und dann auch natürlich nach der Sintflut. In 1. Mose Kapitel 8 lesen wir Vers 20. 1. Mose Kapitel 8 und Vers 20. Das ist jetzt nach der Sintflut. Jetzt kommt die Situation, wo Gott einen Bund aufrichtet mit Noah. Aber schauen wir uns an, was dem zuvor ging. Noah aber baute dem Herrn einen Altar. Das ist, als er aus der Arche herauskam. Und er nahm von allem reinen Vieh, interessanterweise, gab es da schon eine Unterscheidung zwischen reinem und unreinem Fleisch. Und er nahm von reinem Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Schauen Sie, Gott sah die kontinuierliche Bereitschaft des Noah, ihm zu dienen, ihm zu gehorchen, ihn anzubeten.
Es ist also total verkehrt zu meinen, wie das einige so vielleicht sich vorstellen, dass die Art und Weise, wie Noah gelebt hat, in keinster Weise irgendeinen Bezug hat zu der Tatsache, dass Gott mit ihm einen Bund schloss. Und zwar nicht nur mit ihm, sondern auch dann mit seinen Nachfahren. Wir sahen auch, dass Gottes Bünde auf Gesetzen beruhen. Nun, der Bund mit Noah spricht nicht spezifisch von Gesetzen. Das allein zeigt uns bereits, dass der Bund nicht identisch ist mit Gesetzen. Schauen Sie, Noah gehorchte ja bereits schon Gott, bevor der Bund errichtet worden ist. Er lebte ja bereits schon gerecht, und Gerechtigkeit wird definiert als das Halten der Gebote Gottes, bevor der Bund errichtet wurde. Also die Idee, dass der Bund, ein Bund, identisch ist mit dem Gesetz Gottes, ist total verkehrt. Und diese falsche Idee hat zu grausamen und schrecklichen Konsequenzen geführt. Wie ich das einmal so scherzhaft gesagt hatte, nur verwirrte Theologen können überhaupt auf eine solche Idee kommen. Nun, andere vielleicht möglicherweise auch. Wir lasen ja bereits in Jesaja Kapitel 24, dass die Bewohner der Erde die Gesetze und, wie wir gelesen haben, den ewigen Bund brechen. Zwei verschiedene Dinge. Die Gesetze und den Bund. Wie gesagt, der einzige Bund, der zwischen Gott und den Bewohnern der Erde ausdrücklich erwähnt wird, ist sein Bund mit Noah. Dieser Bund wurde geschlossen, nachdem Gott die Sintflut brachte, weil die Menschheit gegen Gott gesündigt hat. In Jesaja bringt Gott einen Fluch über die Erde, weil die Bewohner erneut gegen Gott sündigen, wie zur Zeit des Noah. Aber wie gesagt, er wird die Erde nicht durch die Sintflut vernichten, aber er wird andere Maßnahmen ergreifen müssen, um die Menschen zur Besinnung zu bringen, dass das, was sie tun, verkehrt ist. Betrachten wir uns nun einen weiteren Bund, oder ich sollte vielleicht besser sagen, Bündnisse, die Gott geschlossen hat, unabhängig von dem Bund, den er mit Noah geschlossen hat. Und das sind die berühmten Bündnisse mit Abraham, Isaak und Jakob. Auch da herrscht grausame Verwirrung innerhalb der sogenannten orthodoxen Christenheit, was mit diesen Bünden überhaupt gemeint ist. Bestehen die heute noch? Wenn ja, was für eine Bedeutung haben sie für Christen? Sind diese Bündnisse Teil des alten Bundes? Oder sind sie Teil des neuen Bundes? Wie ich sagte, viel Verwirrung herrscht. Aber es bräuchte eigentlich keine Verwirrung zu herrschen, wenn man erkennen wollte, was Gott mit einem Bund meint. Und wie ich sagte, ein Bund Gottes gilt für alle Ewigkeit. Es sei denn, der Vertragspartner übertritt ihn. In 1. Mose Kapitel 15 lesen wir Vers 18. 1. Mose Kapitel 15 und Vers 18. An dem Tage schloss der Herr einen Bund mit Abraham. Das war so zu einer Zeit, wo Abraham noch nicht Abraham hieß. Da schloss also Gott einen Bund mit Abraham und sprach: Deinen Nachkommen will ich dies Land geben, von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Strom Euphrat. Also hier wird ein Bund beschrieben, den Gott mit Abraham schloss, der sich auf die physische Einnahme eines Landes oder eines Landesteils bezieht durch die Nachkommen von Abraham oder Abraham. In 1. Mose Kapitel 17 lesen wir jetzt mehr. 1. Mose Kapitel 17 und Vers 1. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, da erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Heißt das, dass er bis zu diesem Zeitpunkt nicht fromm war, nicht mit Gott gewandelt hat, keineswegs. Das ist eine Aufmunterung oder eine Ermunterung, eine Aufforderung, weiterhin so zu leben, wie er bereits gelebt hatte, und sogar noch darin zuzunehmen. Vers 2. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über alle Maßen mehren. Da fiel Abraham auf sein Angesicht, und Gott redete weiter mit ihm und sprach: Siehe, ich habe, achten Sie darauf, meinen Bund mit dir, und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein, denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Und ich will dich sehr fruchtbar machen und will aus dir Völker machen, und auch Könige sollen von dir kommen.
Und ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, sodass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Gott schließt einen ewigen Bund hier mit Abraham und Abrahams Nachkommen. Und ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan, zu ewigem Besitz. Und ich will ihr Gott sein. Und Gott sprach zu Abraham, so haltet nun meinen Bund, du und deine Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht. Das aber ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinem Geschlecht nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Eure Vorhaut sollt ihr beschneiden. Das soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und euch. Jedes Knäblein, wenn es 8 Tage alt ist, sollt ihr beschneiden bei euren Nachkommen. Desgleichen auch alles, was an Gesinde im Hause geboren oder was gekauft ist von irgendwelchen Fremden, die nicht aus eurem Geschlecht sind. Beschnitten soll werden alles Gesinde, was dir im Hause geboren oder was gekauft ist, und du sollst, und so soll mein Bund an eurem Fleisch zu einem ewigen Bund werden. Wenn aber ein Männlicher nicht beschnitten wird an seiner Vorhaut, wird er ausgerottet werden aus seinem Volk, weil er meinen Bund gebrochen hat. Und Gott sprach abermals zu Abraham, du sollst Sarai, deine Frau, nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen, und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Ich will sie segnen, und Völker sollen aus dir werden, und Könige über viele Völker. Und da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, soll mir mit 100 Jahren ein Kind geboren werden, und soll Sarah 90 Jahre alt gebären. Nun, hier an dieser Stelle wird vieles zum Ausdruck gebracht. Es werden genau genommen in dieser Stelle in Kapitel 17 3 Bündnisse erwähnt. Und diese 3 Bündnisse sind alle voneinander etwas unterschiedlich. Die unterscheiden sich in etwa. Der Bund, den Gott in 1. Mose 15 erwähnt hat mit Abraham, nicht Abraham, aber Abraham, der beinhaltet Gottes Versprechen, seinen Nachkommen das Land vom Strom Ägyptens bis zum Strom Euphrat zu geben. Das war ein Bund. Jetzt hier in 1. Mose 17 gibt es weitere Bündnisse mit Abraham. Zunächst einmal, dieser Bund in 1. Mose 17 beinhaltet das Versprechen, dass viele Völker und Könige aus Abraham oder Abraham hervorgehen würden. Weshalb sein Name nun nicht mehr Abraham, sondern Abraham genannt wird, und dieser Name bedeutet Vater vieler Völker. So dann wird dieser Bund jetzt ausdrücklich als ein ewiger Bund bezeichnet, und das ganze Land Kanaan wird Abraham und seinen Nachkommen zu ewigem Besitz gegeben. Und dann finden wir in Vers 19 ein weiteres Versprechen, das Versprechen nämlich, dass Abraham einen Sohn mit Namen Isaak haben würde. Und auch dieser Isaak würde zum Gegenstand eines künftigen Bundes gemacht werden. Und dann sagt Gott auch, dass er mit Isaak diesen ewigen Bund aufrichten wird und sogar mit seinem Geschlecht nach ihm. Und dann lesen wir in dieser Stelle hier in 1. Mose 17 auch von der Absicht Gottes, wie sie in Vers 7 zum Ausdruck kommt, dass Gott der Gott Abrahams und seiner Nachkommen sein würde. Und dann finden wir noch einen weiteren Bund beschrieben. In 1. Mose Kapitel 17, angefangen Vers 9. Und zwar den Bund der Beschneidung. Nun, die Beschneidung wird auch als ein Zeichen beschrieben. Aber sie ist auch ein Bund. Apostelgeschichte 7 und Vers 8 macht das deutlich. Nun, wir haben bereits mehrfach von der Beschneidung gesprochen. Paulus macht im Neuen Testament klar, dass die physische Beschneidung nicht mehr notwendig ist. Aber die geistliche Beschneidung ist nach wie vor notwendig. Auch das zeigt, dass ein Bund mit Gott zunächst einmal für ewig gilt. Man muss natürlich auch genau sehen, wovon die Rede ist. Und wie gesagt, wie Gott gesagt hatte, richtet er später einen Bund mit Isaak und dann auch mit Jakob auf. Nun, ein Bund beinhaltet natürlich auch Vertragsparteien. Zunächst einmal stellt Gott einen Bund auf mit Abraham. Die Vertragsparteien waren zunächst einmal Gott und Abraham.
Und jetzt schließt Gott notwendigerweise einen anderen Bund, der mit dem Inhalt des Bundes mit Abraham quasi identisch ist, aber es ist gleichwohl ein anderer Bund. Und zwar schließt er ihn jetzt mit Isaak, weil nämlich Isaak natürlich eine andere Vertragspartei ist. Und so lesen wir in 2. Mose Kapitel 2, die Verse 23 und 24. 2. Mose Kapitel 2 und die Verse 23 und 24. Lange Zeit aber danach starb der König von Ägypten. Das ist jetzt zu einem Zeitpunkt, wo also jetzt Israel in Ägypten war. Und die Israeliten seufzten über ihre Knechtschaft und schrien, und ihr Schreien über ihre Knechtschaft kam vor Gott, und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaak und Jakob. Also wird hier ein Bund erwähnt mit Abraham, mit Isaak und mit Jakob. Einige meinen, es ist der gleiche Bund, es gibt nur einen Bund, nur nicht unbedingt gesagt. Der Gegenstand war der gleiche, aber die Vertragsparteien waren andere. Sodass, wie wir noch sehen werden, Gott einen Bund mit Abraham schloss, sodann einen Bund mit Isaak und sodann einen Bund mit Jakob. 2. Mose Kapitel 6, die Verse 2 bis 8. 2. Mose Kapitel 6, die Verse 2 bis 8. Und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm, ich bin der Herr, und bin erschienen Abraham, Isaak und Jakob als allmächtiger Gott, aber mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht offenbart. Und ich habe meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, dass ich ihnen geben will, das ist jetzt der Gegenstand des Bundes, das Land Kanaan, das Land, in dem sie Fremdlinge gewesen sind. Auch habe ich gehört die Wehklage der Israeliten, die die Ägypter mit Frondienst beschweren, und habe an meinen Bund gedacht. Darum sage den Israeliten, ich bin der Herr, und will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen, und will euch erretten von eurem Frondienst, und will euch erlösen mit ausgerecktem Arm und durch große Gerichte. Schauen Sie, warum hat Gott damals die Israeliten aus Ägypten herausgeführt, aus der Sklaverei? Er hat an seinen Bund gedacht, mit Abraham, mit Isaak und Jakob. Der Bund, der vorsah, dass er den Israeliten das Land Kanaan geben würde. Das gelobte Land. Und das hat Gott natürlich nachher dann auch durchgeführt. Nun, da gab es eine Zeitfrage, ein Zeitproblem, weil nämlich die Menschen im Alten Testament, die Israeliten, zunächst einmal nicht Gott glaubten. Und diese Generation, dieses Geschlecht ging nicht ins gelobte Land ein, aber deren Kinder. Aufgrund des Bundes, den Gott mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hat. Im Buch Nehemia, lesen wir Kapitel 9. Nehemia Kapitel 9 und die Verse 7 und 8. Herr, du bist Gott, Nehemia Kapitel 9, die Verse 7 und 8. Herr, du bist Gott, der du Abram erwählt hast und ihn aus Ur in Chaldea geführt und Abraham genannt hast und hast sein Herz treu erfunden vor dir und einen Bund mit ihm geschlossen. Also zunächst einmal kam die Tatsache, dass Gott den Abraham treu gefunden hat und hat dann mit ihm einen Bund geschlossen, seinen Nachkommen zu geben, das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Jebusiter und Girgashiter, und hast dein Wort gehalten, denn du bist gerecht. Wenn Gott ein Versprechen gibt, dann hält er es auch. Er hat einen Bund geschlossen mit Abraham, seinen Nachkommen das gelobte Land zu geben, und er hat das dann auch durchgeführt. Im Psalm 105. Psalm 105. Lesen wir angefangen Vers 8. Psalm 105, angefangen Vers 8. Er gedenkt ewiglich an seinen Bund, an das Wort, das er verheißen hat für tausend Geschlechter, an den Bund, den er geschlossen hat mit Abraham, und an den Eid. Und wie wir noch sehen werden, werden vielfach oder eigentlich immer die Bündnisse, die Gott mit Menschen schließt, durch einen Eid bekräftigt. Also hier, wenn es heißt, er hat an den Bund gedacht, den er geschlossen hat mit Abraham, und an den Eid, hätte es auch übersetzt werden können, und an den Bund, den er Isaak zugeschworen hat. Und er stellte ihn auf für Jakob als Satzung und für Israel als ewigen Bund. Und er sprach,
Dir will ich das Land Kanaan geben, das Los eures Erbteiles, als sie noch gering waren an Zahl, nur wenige und Fremdlinge im Lande. Und nun schauen wir uns die Verse 42 bis 45 an im gleichen Kapitel, Kapitel 105 aus dem Buch der Psalmen. Denn er gedachte an sein heiliges Wort und an Abraham seinen Knecht. Und so führte er sein Volk in Freuden heraus und gab seinen Auserwählten mit Jubel, oder vielmehr uns seine Auserwählten mit Jubel, und gab ihnen die Länder der Heiden, dass sie die Güter der Völker gewannen. Aber jetzt wird etwas weiteres hinzugefügt. Also jetzt hat Gott zunächst einmal sein Versprechen an Abraham, Isaak und Jakob zum Teil erfüllt, wie wir noch sehen werden, nur zum Teil, denn der Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob schloss, ging weit über das, was hier beschrieben steht, hinaus. Aber zunächst einmal hat er die Nachfahren von Abraham ins gelobte Land geführt. Aber jetzt erwartete er etwas von den Nachfahren. Er führte sie also ins gelobte Land, Vers 45, damit sie seine Gebote hielten und seine Gesetze bewahrten. Halleluja. Keineswegs wird hier gesagt, die hatten keinerlei Verantwortung mehr. Nein, Gott hatte sein Versprechen erfüllt. Wenn sie seine Gebote gehalten hätten, wären sie auch im gelobten Land geblieben. Aber wir lesen ja, dass sie die Gebote eben übertraten. Und so hat Gott dann nachher die Israeliten und die Juden, das Haus Juda, das Haus Israel, wiederum aus dem gelobten Land herausgeschafft, durch Sklaverei, durch die Babylonier, durch die Assyrer. Nun, Gott, wie wir gelesen hatten, hat diesen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob für alle Zeiten geschlossen. Und so sollen auch wir für alle Zeiten an diesen Bund denken. Es ist ja ein ewiger Bund. Im ersten Buch Chronik finden wir eine interessante Stelle im 16. Kapitel. Ersten Buch Chronik, Kapitel 16, die Verse 15 bis 18. Ersten Buch Chronik, Kapitel 16, die Verse 15 bis 18. Da sagt er nämlich hier, gedenket ewig seines Bundes, des Wortes, das er verheißen hat für 1000 Geschlechter, den er gemacht hat mit Abraham, und seines Eides, den er Isaak geschworen hat, den er Jakob gesetzt hat zur Satzung und Israel zum ewigen Bund. Vers 18, und sprach, dir will ich das Land Kanaan geben, das Los eures Erbteils. Und aufgrund dieses Versprechens, das er an Abraham gab, an Isaak gab, an Jakob gab, das jetzt zunächst einmal ein bedingungsloses Versprechen geworden war, aufgrund dieses Versprechens zögerte Gott auch lange Zeit, die Israeliten aus dem Lande zu vertreiben, das er ihnen gegeben hatte, bis dann ihre Sünde zu übermächtig wurde. Denn auch die Geduld Gottes hat Grenzen. Und so lesen wir im 2. Buch Könige, Kapitel 13. 2. Buch Könige, Kapitel 13 und Vers 23. 2. Buch Könige 13 und Vers 23. Aber der Herr gab ihnen Gnade und erbarmte sich ihrer und wandte sich ihnen wieder zu, um seines Bundes willen mit Abraham, Isaak und Jakob, und wollte sie nicht verderben, verwarf sie auch nicht von seinem Angesicht bis auf diese Stunde. Wir sehen also die große Gnade Gottes, die immer wieder bereit war, zunächst einmal aufgrund des Bündnisses, das er mit dem gerechten Abraham und Isaak und Jakob geschlossen hat, zunächst einmal nicht die Strafe dann über die Nachfahren Abrahams hereinzubringen, bis es dann nicht mehr weiterlaufen konnte. Im 3. Buch Mose, Kapitel 26, wird etwas weiteres erwähnt, etwas sehr Bedeutsames über die Bündnisse, die Gott mit Abraham, Isaak und Jakob schloss. 3. Mose 26, die Verse 41 und 42. Denn hier wird es deutlich gemacht, dass es nicht nur um einen Bund ging. Es heißt hier, darum habe auch ich ihnen zuwidergehandelt, 3. Mose 26, Vers 41, und sie in das Land ihrer Feinde getrieben. Da wird sich ja ihr unbeschnittenes Herz demütigen. Schauen Sie, die Beschneidung hier, auf die es ankommt, ist die Beschneidung des Herzens. Und ihr unbeschnittenes Herz wird sich demütigen, und dann werden sie die Strafe für ihre Missetat abtragen. Und ich werde dann an meinen Bund mit Jakob gedenken
und an meinen Bund mit Isaak und an meinen Bund mit Abraham und werde an das Land gedenken. Schauen Sie, dieser Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat und dann mit Isaak und dann mit Jakob, sagte ja, dass die Nachfahren Abrahams das Land für alle Zeiten einnehmen würden. Wir müssen verstehen, wer mit den Nachfahren von Abraham gemeint ist. Wer sind die heute? Und was steht denen noch bevor für die Zukunft? Sicherlich werden die zunächst einmal, wie auch damals bereits, in die Sklaverei getrieben werden, weil sie auch heute, wie damals, die Gesetze Gottes übertreten. Aber dann werden sie zur Reue kommen. Und dann werden sie sich bekehren. Und dann werden sie sich an Gott wenden. Und dann wird Gott sie erneut ins gelobte Land bringen. Die physischen Nachfahren des Hauses Israel und des Hauses Juda. Und ich spreche hier von den Vereinigten Staaten von Amerika, von Großbritannien, von Kanada, natürlich auch von dem Staat Israel. Es ist dies ein ewiger Bund. Und Gott wird auch dann zusehen, denn er sagt ja auch, ich will der Gott werden, der Nachfahren von Abraham. Alles dies wird noch in Erfüllung gehen. Aber wie gesagt, zur Zeit heute sieht es nicht so aus, dass die meisten Menschen und auch noch nicht die meisten der modernen Nachfahren des Hauses Israel und Juda sich groß um das kümmern, was Gott erwartet. Aber wie gesagt, hier wird gezeigt, dass Gott einen Bund mit Abraham schloss, einen Bund mit Isaak und einen Bund mit Jakob. Und obwohl Gegenstand oder Inhalt dieser Bündnisse in allen drei Fällen identisch war, es ging um die Erbschaft des Landes, stellen wir gleichwohl fest, dass Gott verschiedene Bündnisse hat schließen müssen, weil die Vertragsparteien ja andere waren. Ein Bund mit Abraham, ein Bund mit Isaak und ein weiterer Bund mit Jakob. Nun, wir haben bereits gesehen, dass diese Bündnisse physische Versprechen zum Gegenstand hatten. Bezogen sich auf physische Dinge wie das Land, wie die Völker, wie Könige. Abrahams Nachfahren sollten das Land Kanaan einnehmen. Aber es geht nicht nur um das Land Kanaan. Und jetzt sprechen wir ein wenig auch von physischen Versprechen, die aber auch geistige Qualifikationen haben. Schauen wir uns einmal an, was Gott letztendlich Abraham versprochen hat in Römer Kapitel 4. Römer Kapitel 4. Römer Kapitel 4 und Vers 13. Denn die Verheißung, sagt Paulus hier unter Inspiration Gottes, denn die Verheißung, dass er der Erbe der Welt sein solle, nicht nur des gelobten Landes Kanaan, der Erbe der Welt, die ist Abraham oder seinen Nachkommen nicht zuteil geworden durch Gesetz, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Also hier wird klargestellt, dass die Verheißung, die an Abraham gegeben wurde, nicht nur sich auf das Land Kanaan bezieht, sondern diese Verheißung umfasst die ganze Erde. Wir hatten bereits gesehen, dass das Land Abrahams Nachkommen zu ewigem Besitz versprochen wurde. Und das bedeutet auch schon bereits mehr, muss logischerweise mehr bedeuten als nur physisches Besitztum. Denn wenn man etwas auf ewig besitzt, dann muss man ja auch ewig leben, um es auf ewig besitzen zu können. Es geht hier bereits schon um die Auferstehung zu ewigem Leben. Das Versprechen Gottes an Abraham, dieses Versprechen, das dann auch in den Bündnissen mit Abraham und seinen Nachfahren beinhaltet ist, behandelt klar die Verheißung, dass Jesus Christus, der Heiland, der Nachfahre Abrahams sein würde. Das ist wichtig zu verstehen. Der Bund, den Gott mit Abraham schloss, umfasste den Heiland Jesus Christus, den Nachkommen Abrahams. Schauen wir uns dies an in Lukas Kapitel 1. Es geht also hier um zwei verschiedene Dinge. Zunächst einmal um die physischen Nachkommen Abrahams, aber sodann auch um Jesus Christus selbst. Lukas Kapitel 1, angefangen in Vers 68. Lukas Kapitel 1 und angefangen in Vers 68. Da heißt es, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils
im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errette von allen Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Es geht hier um das Kommen Jesu Christi. Und es geht hier darum, dass Jesus Christus hier als ein Nachfahre Abrahams beschrieben wird. Das wird noch deutlicher im Buch Apostelgeschichte, Kapitel 3. Apostelgeschichte, Kapitel 3, die Verse 25 und 26. Apostelgeschichte, Kapitel 3, die Verse 25 und 26. Da lesen wir: Ihr seid die Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott geschlossen hat mit euren Vätern, als er zu Abraham sprach: Durch dein Geschlecht soll gesegnet werden oder sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Für euch zuerst hat Gott seinen Knecht Jesus erweckt und hat ihn zu euch gesandt, euch zu segnen, dass ein jeder sich bekehre von seiner Bosheit. Also was hat jetzt Jesus zu tun mit dem Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat? Schauen wir uns Galater Kapitel 3 an. Galater Kapitel 3, zunächst einmal in Vers 16. Galater Kapitel 3 und Vers 16. Nun ist die Verheißung Abraham zugesagt und seinem Nachkommen. Es heißt nicht und den Nachkommen, als gelte es vielen, sondern es gilt einem und deinem Nachkommen, welcher ist Christus. Und dann in Vers 18. Denn wenn das Erbe durch das Gesetz erworben würde, so würde es nicht durch Verheißung gegeben. Gott aber hat es Abraham durch Verheißung frei geschenkt. Aber jetzt Vers 29. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Schauen Sie, zunächst einmal macht Paulus deutlich, dass neben dem physischen Versprechen, das Gott dem Abraham gab für seine physischen Nachkommen im Hinblick auf das physische gelobte Land, es auch um geistliche Versprechen geht. Und hier wird zunächst einmal mit dem Nachkommen Jesus qualifiziert und gesagt, der Nachkomme Abrahams, an den diese geistigen Versprechungen gingen, war Christus. Aber nicht nur Christus, sondern auch wir sind die Nachkommen Abrahams im geistlichen Sinne, wenn wir Christus angehören. Mit anderen Worten, was Gott damals dem Abraham versprach, hat er uns heute versprochen. Durch Christus. Wir sind heute die geistlichen Nachkommen Abrahams. Die Versprechungen gehen an uns. Wenn es heißt, dass Abraham Erbe der Welt sein würde, bedeutet dies, dass wir als ein Nachkommen ebenfalls Erbe der Welt sein werden. Und zwar ewiges Leben erhalten werden. Schauen Sie, wie das alles zusammengehört. Schauen Sie, wie unsinnig es ist zu meinen, dass alles das, was im Alten Testament steht, für uns heute keine Bedeutung hat. Es hat absolut wichtige Bedeutung. Alles dies läuft ja auf das hinaus, was uns versprochen ist. Aber stellen wir uns jetzt die folgende Frage. Wir hatten ja gerade gesehen, dass sogar der Nachkomme Abrahams, Jesus Christus, erwartet, dass wir uns bekehren von unserem üblen Wandel. Und so stellen wir uns die Frage, warum hat dann Gott überhaupt mit Abraham und dann Isaac und Jakob einen Bund geschlossen? Warum hat er jetzt zum Beispiel den Abraham erwählt? Warum hat er damals den Noah erwählt? Wir hatten ja gerade gelesen, das Versprechen, das kam aus Gnade. Aber gleichwohl, warum war Gott Abraham gnädig? Wir haben bereits gesehen im Buch Nehemia, das hatten wir ja bereits gelesen, dass Gott, bevor er mit Abraham
einen Bund schloss, dessen Herz treu erfunden hatte. Wir hatten auch bereits gelesen im ersten Buch Mose, im 15. Kapitel, dass bevor Gott den Bund mit Abraham schloss, da wird die Rede davon sein, dass zunächst einmal der Abraham Gott geglaubt hatte. Wir hatten das gelesen, 1. Mose 15, Vers 6 und dann in Vers 18. Aber was ist mit Glauben gemeint? Ist das lediglich ein theoretischer Glaube? Man glaubt Gott, vielleicht das, was er einem so sagt. Man glaubt an ihn und das ist alles, was damit gemeint ist. Nun keineswegs. Schauen Sie, wie Abraham seinen Glauben unter Beweis stellte. Und so gilt das auch für uns heute. Wenn wir an Gott glauben, wenn wir an Jesus Christus glauben, an unseren persönlichen Erlöser glauben, und dann aber nicht so leben, wie Gott es von uns erwartet, dann sind wir nicht wirklich gläubig in dem Sinne. Im Hebräer Kapitel 11 lesen wir Folgendes. Hebräer Kapitel 11 und lesen wir Vers 8. Hebräer Kapitel 11 und Vers 8. Da heißt es zunächst einmal, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte, und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam. Gehorsam zu sein, die Gesetze Gottes zu halten, gerecht zu leben, steht mit dem Glauben in unmittelbarem Zusammenhang. Man kann die beiden Dinge nicht voneinander trennen. Schauen wir uns auch Jakobus Kapitel 2 an. Jakobus Kapitel 2 und die Verse 20 bis 23. Jakobus Kapitel 2 und die Verse 20 bis 23. Da lesen wir Folgendes. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, sagt Jakobus, dass der Glaube ohne Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte, als Gott ihm sagte, du musst deinen Sohn opfern? Das war natürlich nur ein Test. Gott wollte keineswegs, dass dies durchgeführt würde, aber er wollte sehen, bis zu einem welchen Maße hinaus Abraham Gott gehorsam sein würde. Und so sagt Jakobus hier, da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken, und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. Zunächst einmal wurde Abraham durch den Glauben gehorsam, und jetzt wird der Glaube vollkommen durch seine Werke, durch seinen Gehorsam. Und so heißt es hier in Vers 23, so ist die Schrift erfüllt, die da spricht, Abraham hat Gott geglaubt, und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden, und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, und nicht durch Glauben allein. Wir hatten ja bereits gesehen, dass Gott gesagt hatte, als er den Bund in 1. Buch Mose 17 mit ihm schloss, wandle vor mir und sei fromm. Das Wort für fromm kann auch mit vollkommen übersetzt werden oder mit makellos. Es ist der gleiche Gedanke, der auch Christi Anforderungen an uns zugrunde legt, wenn er sagt, ihr seid vollkommen oder ihr sollt vollkommen sein oder werden, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Gehorsam war bereits vorhanden, aber dieser Gehorsam musste zunehmen, er musste vollkommener werden. Und das ist der Zusammenhang zwischen Glaube und Gehorsam. Wenn man meint, man brauche nur dadurch Gott zu dienen, dass man an ihn glaubt, so befindet man sich in einem großen Irrtum. Die Teufel glauben auch, dass Gott existiert, wie es heißt, und sie zittern. Sie zittern vor ihm. Der Glaube an Gott alleine ist unerheblich, an und für sich. Zunächst einmal muss man natürlich an Gott glauben. Man muss glauben, dass er existiert, aber dann muss sich unser Glaube durch unsere Werke, durch unseren Gehorsam manifestieren. Ansonsten hat man an sich gar nichts damit erworben. Schauen Sie, Gott wusste, dass Abraham seine Anforderungen erfüllen würde und dass er auch seine Nachkommen dazu anhalten würde, ihm gehorsam zu sein. Das war der Grund, warum Gott mit ihm einen Bund schloss. Gott hätte niemals mit Abraham einen Bund geschlossen, wenn er gemeint hätte, der Abraham, der wäre total unzuverlässig, der würde sich total von Gott abwenden, der würde ihm nie gehorchen. Im 1. Buch Mose Kapitel 18.
Ich hoffe, Sie verstehen, worauf das alles hinausläuft. Ich habe noch gar nicht von dem neuen Bund gesprochen, aber der neue Bund hat ja etwas auch mit unserer Bereitschaft zu tun, Gott gehorsam sein zu wollen. Und er wird dann auch dadurch zunächst einmal in Szene gesetzt, wenn man sich taufen lässt, wenn man den Heiligen Geist erlangt. Wenn wir aber mit der Einstellung vor Gott treten, zu sagen, ja, also, ich nehme das mal so an, aber irgendwie richtig gehorsam sein will ich dir ja nicht, dann kann man nicht davon ausgehen, dass Gott mit uns einen solchen Bund schließen will. In 1. Buch Mose Kapitel 18 lesen wir in Vers 19. Dazu habe ich ihn auserkoren, sagt Gott über Abraham, und die neue King James Bibel übersetzt. Ich habe ihn dazu erkannt, dass er seinen Kindern befehle und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf das der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Schauen Sie, die Nachfahren Abrahams, die sollten ja auch diejenigen werden, die Gott gehorsam sein würden. Die physischen Nachkommen Abrahams tun das heute keineswegs, haben das auch an und für sich zur Zeit ihrer Existenz nicht getan. Aber wir sollen ja die Nachfahren und Nachkommen Abrahams sein, die geistigen Nachfahren. Wir müssen Gott gehorsam sein und gehorsam bleiben. Darum geht es. Unser Versprechen, das wir Gott geben, wenn wir uns taufen lassen, geht zurück auf den Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Schauen Sie, wie das alles zusammenpasst. So, dann wird die Tatsache, dass die Versprechen Gottes an Abraham, die in den Bündnissen niedergelegt sind, aufgrund des Gehorsams Abraham erfolgten, auch in anderen Stellen deutlich. In 1. Mose Kapitel 22. 1. Mose Kapitel 22, die Verse 15 bis 18. 1. Mose Kapitel 22, Vers 15. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont. Er hat also gezeigt, dass er willens war, Gott sogar in dieser Situation zu gehorchen. Will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Hier werden noch weitere Versprechen gegeben, die vorher nicht gegeben worden waren. Und durch dein Geschlecht, das ist jetzt hier auf Christus bezogen, sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Schauen Sie, sein Gehorsam hatte sehr viel damit zu tun, dass letztlich ein Versprechen gegeben wurde, durch das Sie und ich heute gesegnet werden können und sogar das Heil erlangen können. Schauen wir uns auch Kapitel 26 an. 1. Mose Kapitel 26, die Verse 1 bis 5. 1. Mose 26, die Verse 1 bis 5. Es kam aber eine Hungersnot ins Land nach der früheren, die zu Abrahams Zeiten war. Und Isaak zog zu Abimelech, dem König der Philister, nach Gera. Und da erschien ihm der Herr und sprach: Ziehe nicht hinab nach Ägypten, sondern bleibe in dem Lande, das ich dir sage, bleibe als Fremdling in diesem Lande, und ich will mit dir sein und dich segnen, denn dir und deinen Nachkommen will ich alle diese Länder geben und will meinen Eid wahrmachen, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe, und will deine Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und will deinen Nachkommen alle diese Länder geben, und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist und gehalten hat meine Rechte, meine Gebote, meine Weisungen und mein Gesetz. Gottes Gebote, seine Rechte, seine Weisungen, sein Gesetz bestanden bereits lange vor Mose. Das ist etwas, was wir in der nächsten Predigt uns untersuchen müssen und werden. Was hat es mit den 10 Geboten auf sich? Was hat es mit dem sogenannten alten Bund am Berge Sinai auf sich? Wenn Abraham bereits das Gesetz Gottes hielt, lange bevor es überhaupt Mose gab. Und weil er es hielt, deswegen hat Gott mit ihm einen Bund errichtet. Einen Bund, der für uns heute Segnungen beinhaltet, von denen die meisten Menschen gar keine Ahnung haben. Die haben auch keine Ahnung, was mit uns geschieht, wenn wir sterben. Die meinen, wir gehen in den Himmel. Abraham wurde die Erde als ewiges Erbe verheißen. Selig sind die, die sanftmütig sind, denn sie werden die Erde erben, sagt Christus in den Seligpreisungen.
Und wie wir gesehen hatten, bezeichnet Gott Abraham als seinen Freund. Wir hatten dies bereits im Jakobusbrief gesehen. Sie können dies auch in 2. Korinther oder 2. Chronik, Kapitel 20 und Vers 7 lesen. Aber eine interessante Stelle findet sich, und damit möchte ich heute abschließen, im Buch Amos. Gott bezeichnet Abraham seinen Freund. Was ist damit gemeint? Die Idee, dass man heute so leben kann, wie man will, so den Tag hinein, und unser Leben hat keinerlei Konsequenz auf unser Verhältnis mit Gott, die ist widersinnig. Amos Kapitel 3 und Vers 3, da stellt Gott die Frage, können etwa zwei miteinander wandeln? Sie seien denn einig untereinander. Es hieß ja, dass Noah mit Gott wandelte, Abraham wandelte mit Gott, er lebte mit Gott. Abraham wurde der Freund Gottes genannt und Amos stellt die Frage, ja, wie können zwei miteinander wandeln, es sei denn, sie seien einig untereinander. Mit anderen Worten, sie müssen mit dem, was der andere sagt, einig sein. Wenn Abraham Gottes Freund war, muss er mit dem einig gewesen sein, was Gott ihm sagte. Und so lesen wir, dass Gott Bündnisse schloss mit Abraham, mit Isaak, mit Jakob, weil sie Gott gehorsam waren. Das heißt, weil sie Gottes Gesetz befolgten. Und auch dies zeigt, zum Abschluss gesagt, dass ein Bund nicht mit dem Gesetz identisch sein kann. Gott schloss den Bund, weil sie seine Gesetze hielten. Zwei verschiedene Dinge. Wenn also ein Bund abgeschafft wird, wenn er zu seinem Ende kommt, weil der Vertragspartner nicht so lebt, wie er leben sollte, hat das überhaupt keinerlei Konsequenz zunächst einmal auf das Gesetz. Ein Bund wird errichtet aufgrund von Gesetzen. Ein Bund wird errichtet, weil man diese Gesetze Gottes hält. Die Idee, dass beides identisch sei, ist absolut im Gegensatz zu dem, was die Bibel sagt. Und deswegen hat sich das orthodoxe Christentum heute so sehr in Verwirrung begeben, weil sie diesen Unterschied nicht begreifen. Weil sie meinen, der alte Bund sei mit dem Gesetz identisch. Und als dann der alte Bund, auf den wir nächstes Mal zu sprechen kommen werden, abgeschafft wurde, wie sie sagen, dann ist damit auch das Gesetz abgeschafft worden. Nicht verstehend, dass dies zwei verschiedene, unterschiedliche, absolut unterschiedliche Dinge sind. Das Gesetz kommt nicht durch einen Bund zustande. Und wenn ein Bund abgeschafft wird, hat das keinerlei Konsequenz auf das Fortbestehen des Gesetzes. Und wir werden dies in der nächsten Sendung, in der nächsten Predigt noch weiter behandeln. Ich bedanke mich heute für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.